Hello. I'm the doctor. Servus, grüß dich und hallo und herzlich willkommen zurück zu Stalker Anomaly. Ja, nach einer längeren Aufnahmesession Pause starten wir jetzt hier wieder ins Spiel. Und ich muss mir jetzt erstmal kurz orientieren, wo es weitergeht. Wir wollten ja die Quest hier verfolgen. Genau, und dazu müssen wir ja hier nach Agropum. Genau. Das noch so wichtig im Kopf hatte. Also, wir sind schon genau in der richtigen Laufrichtung. Wir müssen jetzt hier natürlich aufpassen, dass wir hier nicht in Anomalien laufen und auch auf Strahlung aufpassen. Und dann schauen wir mal, was wir hier erleben werden. Okay, hier haben wir keine Zäune. So. Vorne ist auch wieder eine Anomalie. Oh, ist hier ein Stash. Wie komme ich da dran? So komme ich dann. Hey, ja, klar. Findet man mal ein Stash und dann ist der leer. So. Hier ist auch ein kleines Lager. Es scheint, dass wir auch ein bisschen was mitnehmen können. Sehr gut, Wodka. Die Kiste ist wieder leer. Und hier oben haben wir noch ein bisschen was. Zum Zerstören, und das war's dann auch schon. Auf Quicksave. Und wir haben schon wieder Schüsse relativ weit weg. Okay, die sind nicht mehr ganz so weit weg. Ja, wir kommen hier später wahrscheinlich hier wieder durch, weil wir müssen. Die machen das schon. Wenn nicht, dann räumen wir auf später. Mal kurz am PDA checken, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Oh, wir müssen weiter nach links. Wir müssen eher hier in die Richtung. Hier irgendwo muss der Übergang sein. Zum nächsten Map-Teil. Move to Agropom. Okay, yes. Schon eine ziemlich lange Reise, die wir jetzt hier unternehmen. Die längste bis jetzt hier in diesem Let's Play. Wie wir auch festgestellt haben, eine der gefährlichsten. Oh Mann. Oh. Okay, volle Munition verballert. Okay, da vorne geht es doch schon mal richtig los. Da laufen welche. Ich weiß nicht, ob Freund oder Feind. Hier liegt eine Leiche. Die ich aber komischerweise nicht looten kann. Yeah, Stiefel. Okay, ist wieder leer. Die Kisten kann man auch benutzen, um quasi hier Gegenstände zwischenzulagern. Die sollen dann nicht verschwinden. Das
So, wir tasten uns jetzt da mal vor, aber zuerst schauen wir noch mal auf den PDA. Okay, eben genau da, wo wir die Leute laufen haben, sehen, ist auch unser Ziel. Eine weitere Leiche. Ah, okay, das ist unsere Quest. Wow, jetzt sind wir bei 87. Wir sind total überladen. Jetzt werden wir das mal kurz uns angucken. Wir haben 70 Kilo mit dabei. Wir werden jetzt das erste Mal diese Shotgun hier noch zerlegen. Dann kommen wir auf 69 Kilo. Okay. Gehen wir mal im PDA. Mal müssen wir jetzt eben zurückkehren. Drasklisk. Genau, wir müssen zurück ins Anfangsdorf. Eine Tasse haben wir immer noch nicht gefunden, eine 34er. Bison. Sollen wir noch kurz schauen, was da vorne gelaufen ist? Vielleicht sind es Banditen. Das jetzt mal kurz speichern. Banditen. Dann gucken wir mal. Auf jeden Fall wird hier geballert. Wir müssen ja auch noch Banditen killen. Irgendjemand hat hier doch gerade gesprochen, oder? Oder habe ich mir das eingebildet? Wir haben hier wieder eine Leiche. Wir finden nur Leichen hier. Aber das... Wow. Das war Renegade zu essen. Das ist Munition. Mir gefällt es hier überhaupt nicht. Lauter Leichen. Nee, Leute, ich drehe um. Vielleicht begegnen uns auf dem Rückweg noch Banditen. Aber irgendwie habe ich hier gerade ein mulmiges Gefühl. Wir müssen dringend was verkaufen. Bei 72 Kilo aktuell. Naja, der wiegt allein schon 12 Kilo. Das ist gerade unser Problem. Aber da müssen wir jetzt durch. Wir können ja mal schauen, ob es hier irgendwo einen Händler gibt. Hier gibt es nur ein Bett.
dem Bett. Ja, wir können vielleicht auch an die normalen Leute was verkaufen. Da müssen wir jetzt mal schauen. Hätte auch sagen können, dass es so schwer ist, das Paket 12 Kilo. Jetzt werden wir vielleicht sehen, was hier auf dem Autofriedhof sich ereignet hat. Sehen sehe ich gerade. We need backup. We rent to a dog of Jupiter. Okay. In der Nähe irgendeiner Factory. Okay, hier mal eine Anomalie. Gehe lieber rechts vorbei. Und schauen jetzt mal, ob die ein bisschen handeln wollen. Bisschen was weiterkriegen. Не приставай с разговорами, добром прошу. Okay, schauen wir nicht. Oh, ansonsten müssen wir jetzt wirklich mal ein bisschen was zwischenlagern. Irgendeine Kiste. Das ist dann später wiederholen. Ну, привет. 3000 Rubel. Okay, schauen wir mal, was der kaufen würde. Er würde uns den Spatenzeug abkaufen. Ein Bedspread würde man abkaufen. Was haben wir denn hier eigentlich? Wound Healing, das würde ich mir ehrlich gesagt gern behalten. Was die Unterwäsche, glaube ich nicht, dass ich brauche. Nach dem ganzen Schrott hier. So, kaufen wir mal das. Wir sind noch bei 65 Kilo. Batterien brauchen wir. Aber ich denke, jetzt sollten wir schon wieder ein bisschen besser unterwegs sein. Zwei Anomalien gleich nebeneinander. Слушай, все вопросы к главному. Okay. Wir haben Hunger. Wenn wir das hier gleich mal essen. Lecker. Oh mein Gott. War das verstrahlt, das Zeug, oder was? Ja, nicht gut. Da haben wir so einen Wodka hinterher. Oh ja.
So, jetzt müssen wir nochmal gucken. Wir müssen hier wieder nach zu Cordon. Genau. Jetzt sind wir schon auf dem richtigen Weg. Looking for experienced stalker who can lead me to Rostock right now in the garage, southeastern Rostock checkpoint, name 7 Chili. Ja. Auf Rostock werden wir definitiv noch gehen. Das soll es auch eine Arena geben, wo wir ein bisschen Kohle verdienen können. Aber zuerst einmal werden wir unseren Auftrag hier erfüllen. So. Wenn uns jetzt so ein einzelner Bandit noch über den Weg laufen würde, hätte ich nichts dagegen. Der sich am besten auch noch irgendwo anschießen lässt oder so. Ohne dass er uns sieht. Spätestens ist es eigentlich Mittag gerade. Ah, Mist, dann wieder Stahlung. Und das ziemlich viel. Okay, wir haben hier einen Banditen Let Sleeping Dogs Fly. Okay, davon haben wir einen Hund. Das ist jetzt gar nicht gut. Komm, wir halt ein bisschen mehr machen. Okay, der Bandit hat gerade irgendjemand getötet. Sind mal erledigt. Bandit wären wir jetzt aber lieber. It's nothing useful. Wo verzieht euch, ihr scheiß Rattenviecher. Irgendwann ist es gerade in eine Anomalie gelaufen.
sieht man auch in der Ferne nicht. Weiß ist neutral. Das ist die Anomalie. Wer hat sich hier niedergelassen? Нафиг ствол! Was ist? Возможно, еще не все. Simon Chen, greeting stalker. Ну, тут еще Мэтрэйдж. Всем спасибо, все свободны. Застеснялся, что ли? Oder irgendeine Arbeit, Shirts, so Stash, Location, Yanta. Okay. Да ты не стесняйся, говори. See you later. Also ich nicht weiß, was passiert, wenn er zum Beispiel stirbt, ob dann auf einmal unsere Mission quasi gefailt ist. Das könnte ich mir nämlich gut vorstellen. Mich hätte jetzt interessiert, auf wen oder was der jetzt hier noch geschossen hat. Jetzt dieser Wattentierchen. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. You're having temporary difficulties with maintaining the private channel. If you need something, write to me personally. Okay. Wir kommen schon langsam in altbekanntes Gebiet. Jetzt hier Pause machen zu müssen, natürlich auch kacke. Müssen das Sprint wieder ein bisschen einstellen. Aber wir wollen natürlich die Kilos so schnell wie möglich losbekommen. Da waren die hier letztes Mal auch schon Feuer. Ich glaub schon. Okay, scheiße. War der allein? Ist das Militär? Oh, oh. Wo wird hier noch geschossen? Komme ich denn dahin? Da kommt man doch irgendwie hoch, dachte ich. Diese Brücke. Da finden sie auch einer oben. Der
erstmal kurz speichern. Auf jeden Fall hat er jetzt aufgehört zu ballern, weil er keine Munition mehr hat oder was. Ich sehe ihn aber auch nicht. Das ist auf jeden Fall eine Anomalie. Sehr komisch. Ich will es auch nicht wissen. Schauen wir mal. Es war ein Militär, ja. Die haben zumindest mal meistens einigermaßen Waffen mit am Start. Schon sind wir wieder bei 68 Kilo. Na gut, 18%. Können wir auch gleich mal zerlegen. Also wie die Pistolen. Hier mal nochmal nach oben gucken. Mal zu Schuss auf mich. Ja, ich lasse das jetzt mal. So, PDA. Okay. Wie er auf mich schießt. Dieses Mal ballert aber auf irgendjemand anderen. Das war jetzt wieder auf mich. Und ihr seht schon, auch diese Weißen, wir waren hier ja schon ein paar Mal, werden auch wieder spannend. Also wie gesagt, jeder Schritt in dieser Welt ist definitiv interessant. Genauso sollen Spiele ja sein für dich. Also jetzt bei so einer Open World zum Beispiel, wo man alles abgegrast hat und weiß, passiert eh nichts mehr, dann hast du dann Fußmarsch oder so. Aber genau sowas soll eben sein, dass immer überraschende Sachen passieren kann. Wir haben da vorne schon wieder irgendeinen. Mutiertes Wildschwein oder so. Das läuft weg. Was muss jetzt auch mal?
finde es auch cool, dass sich die Tiere mal zurückziehen. Wieso habe ich jetzt eigentlich den Pfeil? Hä? Ach, ich habe die falsche Quest aktiv. Mist, wir haben für die MP5 keine Munition mehr, nur noch 11 Schuss. So, jetzt werden wir noch kurz die Quest abgeben und dann ist die Folge eh schon wieder vorbei. Munition müssen wir dann noch uns besorgen für die MP5 und auch ein bisschen für die SKS. Eventuell gehen wir dann auch noch zum Spezialisten kurz vorbei und lassen die Waffen reparieren bei der Farm. War das deine Quest? Nö, nicht oder? Shred from Cordon, Species Nocturne Predator, Location in Cordon, North of the Trench. Naja, wollen wir auch machen. Aber dann war das seine Quest hier unten. Hier muss ich wie üblich die Musik wieder ausdrehen, sonst macht YouTube wieder Probleme. The job is done. Recover some shipment. 8300 Rubel. Thanks. Trades, ja. Mal hier den ganzen Schmarrn hier verkaufen. Was haben wir denn hier noch? Ein Radio. Das verkaufen wir mal. Das will er alles nicht. Ja. So, wir sind ja noch bei 52 Kilo. Wir müssen mal ein bisschen Munition hier auch verticken. Hat sich jetzt auch einiges angesammelt. Ist ja nicht so, dass die nicht auch Gewicht haben. So, das sind auch noch mit 2000 Rubel. Sind wir noch bei 50 Kilo. Ah, brutal. So. Und jetzt werden wir mal hier Munition kaufen. Ich hoffe, dass er wieder welche bekommen hat. Ja. So. AP Rounds. FMJ Rounds und JP Rounds. Denke mal, wir werden die hier kaufen. Und hier würde ich fast sagen, dass man. Alec, das sind allein schon 12.000 Rubel. Und für die SKS haben wir auch nicht mehr viel. Das ist die FMJ. Naja, so viel können wir nicht kaufen. Das ist was Doofes. Ich habe jetzt für meine Makarov auch die Munition verkauft. Aber ich denke mal, ja, 90 Schuss sollten erreichen. Und schon sind wir wieder ein bisschen ausgerüstet.
So. Wir brauchen immer noch einen Bandage von den Banditen. Dann müssen wir eh nochmal hierher. Und dann schauen wir mal, welche Quests wir als nächstes ja, machen. Ich hoffe, euch hat die Folge wieder gefallen. Es war ein bisschen länger, aber vielleicht machen wir dafür die nächste kürzer. Also, ich wünsche was für euch. Servus, Adok. Thank you.